Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem kleinen Studio für euch mit einem richtig spannenden Thema. Und zwar geht es heute um Hybridheizungen im Altbau. Ja, viele kennen das Problem, wer in einem Altbau wohnt, Altbauten werden meistens von fossilen Heizungen beheizt, Gas, Ölheizung und so weiter. Ja, fossile Energieträger werden immer teurer und ein Heizungstausch, zum Beispiel auch sowas wie Wärmepumpe und so weiter, ist ja meistens mit extrem hohen Kosten verbunden, plus natürlich die Unsicherheit, ob das überhaupt alles so richtig funktionieren wird. Die Lösung dafür ist ein hybrides Heizungssystem und wir schauen uns heute mal an, was ist das eigentlich, eine Hybridheizung, wie funktioniert das Ganze, wie muss ich das aufbauen und lässt sich denn mit einem hybriden Heizungssystem am Ende des Tages tatsächlich Geld einsparen? Ja, steigen wir erstmal grundsätzlich ein mit der Frage, was bedeutet eigentlich Hybridheizung? Das klingt erstmal ziemlich wichtig, ist aber eigentlich nicht wirklich schwierig. Eine Hybridheizung oder auch ein hybrides Heizungssystem bedeutet nämlich nichts weiter, als dass eure Wärmeerzeugung nicht nur auf einem Energieträger und einem Wärmeerzeuger basiert, sondern eben auf unterschiedlichen Energieträgern und eventuell auch unterschiedlichen Technologien. Das kann zum Beispiel sein, die standardmäßige Gasheizung kombiniert mit einer Solarthermieanlage, das ist bereits eine Hybridheizung, ja? Oder auch die Gasheizung mit einer Wärmepumpe kombiniert oder die Gasheizung mit einem Kaminofen, also jetzt mit Energieträger Holz beispielsweise. Sobald ich unterschiedliche Energieträger und Technologien kombiniere, habe ich bereits eine Hybridheizung. Idealerweise kombiniere ich natürlich die Wärmeerzeuger so, dass ich also unterschiedliche Charakteristika in meinen Heizungsraum reinkriege. Na, damit meine ich zum Beispiel, das werden wir gleich auch einmal durchrechnen als Beispiel, eine Wärmepumpe, wissen wir ja alle, funktioniert im Sommer bei guten Außentemperaturen, so eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, eigentlich ziemlich gut und auch sehr effizient. Allerdings, wenn die Außentemperatur sinkt, dann lässt die Effizienz doch stark nach und das kann gerade in einem Altbau dazu führen, dass sie dann über den Winter extrem schlecht läuft, was die gesamte Jahresbilanz der Wärmepumpe praktisch zunichte macht. Wenn ich jetzt aber über den Winter meine Gasheizung betreibe, dann wird da wieder ein Schuh draus, ne? Weil der Gasheizung ist die Außentemperatur völlig egal, dann habe ich vielleicht einen teureren Energieträger, aber das gleicht wiederum die schlechte Effizienz der Wärmepumpe dann im Winter aus. Und sobald es wieder ein bisschen wärmer wird, steigt wieder die Wärmepumpe ein. Das ist das grobe Konzept von einer Hybridheizung. Natürlich kann man dazu dann immer noch kombinieren, sowas wie eine Solarthermieanlage, die ja praktisch dann immer unterstützend mit einwirkt. Das heißt also, die Energie, die ich da ja kostenlos praktisch aus der Sonnenenergie gewinnen kann, die lasse ich natürlich immer in mein System einfließen und kann so dann andere Wärmeerzeuger etwas entlasten und so weiter. Man merkt schon, das Ganze ist, naja, das, worauf hinausläuft, ist es natürlich ein Wärmemanagement. Deswegen das Wichtigste an einem Hybridsystem ist natürlich der Pufferspeicher. Das ist praktisch die zentrale Energiemanagement-Einheit, wenn man so möchte. Völlig egal, wie viele Energieträger und Technologien man jetzt kombinieren möchte, sei es jetzt 2, 3, 4, keine Ahnung, man kann sich da schon so einiges ausdenken. Jede Energieform oder jeder Erzeuger arbeitet praktisch und liefert in den Pufferspeicher als zentrales Wärmemanagement und natürlich auch Verteilsystem. Und aus dem Pufferspeicher heraus, da kann ich dann meine Heizung betreiben und natürlich auch das Trinkwasser erwärmen. Was auch klar sein sollte, nicht jede Kombination ist jetzt automatisch auch sinnvoll, wenn ich über Hybridheizungen spreche. Weil ich darf natürlich auch nicht vergessen, jeden Energieträger, den ich erschließen oder nutzen möchte, jede Technologie, die ich in mein Heizungssystem hineinbringe, kostet mich natürlich auch Geld am Ende des Tages. Ja? Sei es nur eine kleine Solarthermieanlage, die das System unterstützen soll, selbst die muss ich ja nun kaufen. Ein wassergeführter Kaminofen, der kostet auch wirklich Geld, wenn man den mit ans Heizungssystem anschließt und so weiter. Und wenn sich die Charakteristiken der unterschiedlichen Wärmeerzeuger nicht wirklich unterscheiden oder ich da signifikante Unterschiede in den Brennstoffkosten habe, wenn ich jetzt einen wassergeführten Kaminofen mit meinem eigenen Holz betreiben kann, dann macht das natürlich noch einen Unterschied gegenüber einer Gasheizung oder so, ja. Aber wenn das zum Beispiel nicht gegeben ist, dann habe ich am Ende des Tages, ich sag mal so, jetzt den Overkill an Energie. Du hast jetzt eine Gasheizung ganz normal verbaut, dann hast du dazu einen wassergeführten Kaminofen, eine Solarthermieanlage, um das Ganze zu unterstützen und noch eine kleine Wärmepumpe da drin, um dann so im Sommer den Brauchwasser noch mit zu erzeugen über eine Photovoltaikanlage. Dann hast du eine megamäßige Anlage, aber da wird am Ende des Jahres dann nicht so wahnsinnig viel Einsparung bei rauskommen. Du bist dann zwar ein riesiger Anlagenbetreiber, da werkelt unglaublich viel Technik bei dir im Haus,
ohne aber wirklich irgendwas Sinnvolles daraus ja, an Ersparnissen zu generieren. Dazu gibt es auch noch, ich nenne es mal, weitere hybride Heizungskonzepte. Ja, was meine ich damit? Wenn wir jetzt über Hybridheizungen sprechen, dann ist es ja das, was ich jetzt eben erklärt habe. Wir reden über einen Pufferspeicher und eben ein zentrales Heizungssystem, was aus mehreren Energiequellen gespeist wird zur Beheizung eures Hauses. Was man natürlich auch machen kann, was auch immer populärer geworden ist, gerade im Altbau, ist eben das Arbeiten mit dezentralen Heizungssystemen. Zum Beispiel Infrarotheizungen, sei es auch der eigene Kamin, ja, ein kleiner Holzofen, der irgendwo steht, oder eben alternativ auch eine Split-Klimaanlage, so wie ich es ja auch gemacht habe dieses Jahr. Das heißt, auch ich habe jetzt hier eine Etage praktisch abgekoppelt, hier bleiben die Heizkörper aus und dieser Bereich wird jetzt von einer Split-Klimaanlage beheizt, also sprich mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe. Da das natürlich jetzt dezentrale Einheiten sind, läuft das ja nicht so richtig in die Energiebilanz der Zentralheizung mit ein. Die Strategie ist dann letzten Endes so ein bisschen manueller Natur, will ich es mal nennen. Ihr dreht die Heizkörper runter in den entsprechenden Bereichen. Diese Bereiche werden dann mit eurer dezentralen Lösung beheizt. Sei es jetzt, wie gesagt, die Infrarotheizung, die über eurem Schreibtisch hängt, oder eben eine Klimaanlage oder meinetwegen auch der Kaminofen, was ich gerade meinte. Ja, und die werden dann eben nach Bedarf geheizt. Funktioniert genauso, ne, ist ja letztens auch ein hybrides Heizungssystem, wenn man so möchte. Allerdings sind die Einsparungen da so ein bisschen schwieriger zu erfassen, weil ich halt auf der einen Seite sehe ich natürlich schon, was habe ich jetzt vielleicht auf Gas- oder Ölseite weniger verbraucht, aber es ist natürlich schwierig festzustellen, wie viel habe ich denn auf der anderen Seite gebraucht, wie viel Holz habe ich durchgefeuert, wie viel Strom oder wie viel Energie hat meine Split-Klima oder meine Infrarotheizung gebraucht und so weiter, ja. Und wenn man das natürlich nicht klar erfasst, kann man auch nicht genau sagen, hat man jetzt wirklich Geld gespart. Was man natürlich immer sagen kann, ist, man hat fossile Energie gespart, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Aber wenn man halt ein paar tausend Euro in die dezentrale Heizungstechnik investiert, wäre es natürlich auf der anderen Seite auch nicht schlecht, wenn man das irgendwie auch so ein ganz klein bisschen wiederbekommen würde. Damit kommen wir nämlich jetzt auch zu unserem Rechenbeispiel für das Einsparpotenzial einer solchen Hybridheizung. Und da kann ich euch schon versprechen, das wird ein ganz klein bisschen ernüchternd ausfallen. Bis jetzt klingt das ja immer alles so supidupi. Wir kombinieren jetzt die unterschiedlichsten Systeme miteinander und lassen die alle in ihren besten Arbeitspunkten laufen, damit die möglichst optimal Energie optimiert und so. Ja, schön und gut, aber ich muss, was ich schon meinte, jedes System kaufen kostet Geld. Und die Frage ist, was spare ich da jetzt am Ende mit? Deswegen gucken wir uns das jetzt mal an in einem kleinen Beispiel. Ich nehme jetzt mal ein Familienhaus, was ich ja immer gerne rechne, ein Altbau. Ein Familienhaus, keine Ahnung, 140, 150 Quadratmeter, 25.000 Kilowattstunden an Wärmebedarf pro Jahr. Das Ganze wird jetzt beheizt mit einer ganz ordinären Gasheizung. Das heißt, wir haben jetzt so ungefähr 3.000 Euro an Gaskosten, ne? Bei so einem aktuellen Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde. 3.000 Euro. Heizkosten pro Jahr ist ja schon, ist schon relativ teuer. Ne? Bis vorletztes Jahr wären es die Hälfte gewesen. Ne? Das Gas ist ja tatsächlich Faktor 2 teurer geworden. Und deswegen finde ich, ist das ein ganz faires Beispiel. So, jetzt erweitern wir das Ganze mit einer Wärmepumpe. Wir kaufen jetzt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe dazu. Kilowatt und so, das ist jetzt alles, ich sag mal, das hat schon einer optimal ausgelegt, dass das miteinander funktioniert. Dazu brauchst du noch einen Pufferspeicher, damit das Ganze funktioniert. Und Wärmepumpe mit allem drum und dran. Wir sagen mal jetzt auch da, auf. Ich will jetzt hier keine Berechnung, sagen wir mal 10.000 Euro. Wir sind schon bei einer Wärmepumpe immer irgendwie fünfstellig und mit Einbau und wenn das Ganze mit ein bisschen Eigenleistung, vielleicht kriegt man es ja für 10.000 Euro hin, wenn man überhaupt eine bekommt. Wissen wir jetzt heutzutage auch nicht so schwierig. Für unser Rechenbeispiel soll das aber erstmal reichen. So, die Wärmepumpe läuft natürlich mit Strom, ist klar. Strom liegt aktuell so bei 40 Cent je Kilowattstunde. Wer weiß, wo der noch hingeht. Aber aktuell 40 Cent und unsere Wärmepumpe, wir betreiben sie jetzt ja nach Möglichkeit nur in einem guten Arbeitsbereich. Das heißt, wir können schon mal so eine Jahresarbeitszahl von 3, brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir liegen schon so eher in Richtung 4. Das heißt also, unsere Wärmepumpe wird also die Wärme so in etwa für 10 Cent je Kilowattstunde realisieren. Bei einem COP von 4, 40 Cent bist du bei 10 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt ist natürlich die Frage, wie teilen sich denn jetzt die Wärmepumpe und die Gasheizung diese 25.000 Kilowattstunden pro Jahr in etwa auf? Das werde ich jetzt auch nur ganz grob im Beispiel einmal vorrechnen. Da gibt es übrigens ein Tool auch von dem Andreas Schmitz. Ich werde hier auch gleich mal ein, zwei Grafiken zu einblenden. Da habe ich das im Tool mir mal angeschaut, wo man das sehr schön abschätzen kann. Na, an der Stelle erstmal herzlichen Dank, ist echt ein gutes Ding. Schöne Arbeit, kann man sich sehr schön mal so ein paar Sachen durchrechnen.
Jedenfalls kommt es natürlich ein bisschen darauf an, welche Außentemperaturen und wie oft die vorkommen. Ich hatte ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, um zu zeigen, letzten Endes gibt es gar nicht so wahnsinnig viele arschkalte Tage in Deutschland in den meisten. Das kann man sich auf diversen Seiten anschauen. Um da mal so eine Vorstellung für zu kriegen, wir wollen ja die Wärmepumpe in einem guten COP-Bereich, in einem guten Arbeitsbereich laufen lassen. Und die meisten Wärmepumpen unter 7 Grad, sobald die Außentemperatur unter 7 Grad fällt, dann werden die langsam ineffizient. Das kann man immer so grob sagen. Das heißt, man sollte schon das System so auslegen, dass spätestens ab 5 Grad, also Außentemperatur, die entsprechende andere, in diesem Fall die Gasheizung, dann mit einspringt. Und dann sieht das ungefähr aus wie hier in der Grafik. Das heißt, ich habe den einen Bereich hier in grün, das ist die Wärmepumpe. Ne? Die Zeit des Jahres, wo ich die Temperaturen in dem Bereich habe, läuft eben die Wärmepumpe und den Rest läuft eben die Gasheizung. Da kommen wir hier auf ungefähr so einen Schnitt, knapp 50-50 kann man eigentlich sagen. Ne? Ganz knapp. Ne, so. Das heißt, die Gasheizung läuft zwar weniger Monate, die läuft vielleicht über den Winter 3 Monate, vielleicht maximal 4 Monate. Die Wärmepumpe läuft den Rest des Jahres, aber eben die Wärmeanforderung ist eben eine andere. Das heißt, das teilt sich etwa 50-50. So, wenn ich das Ganze jetzt mal ausrechne, 12.000, das wären ja dann 12.500 Kilowattstunden für die Gasheizung mit Gas beheizt und 12.500 Kilowattstunden muss die Wärmepumpe dazu leisten mit einem COP von 4, weil wir sie ja nun jetzt nur bei guten Temperaturen betreiben, dann kommen wir da auf eine Gesamtrechnung von etwa 2.750 Euro im Jahr. Das heißt, wir haben also mal gerade 250 Euro gespart jedes Jahr und das, obwohl wir 10.000 Euro in die Wärmepumpentechnik investiert haben. Das heißt also, wenn wir das jetzt wirklich amortisieren, darfst du gar nicht hinschreiben, sind das 40 Jahre, die sich jetzt diese zusätzliche Investition in die Wärmepumpe, wenn die sich irgendwann mal amortisiert haben sollte. Da merkt man also schon, da ist kein großer Riss mit zu machen. Ja, woran liegt das? Ganz einfach, im Moment, wenn man sich die Kosten für die Energieträger so anschaut, dann sind viele Energieträger eigentlich mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau. Was sage ich viele? So gut wie alle. Das heißt, wenn ihr mal reinschaut, was kosten Pellets? Die sind tatsächlich im Moment wieder ein bisschen günstiger. Die liegen so bei etwa 8 Cent pro Kilowattstunde. Ja, Gas, haben wir ja gerade gesagt, so etwa 12 Cent. Öl ist auch wieder so ein bisschen niedriger. Das liegt so bei 10 Cent vielleicht. Ja, so. Und Strom ist auch scheiß teuer im Moment, bei 40 Cent. Und selbst mit guten Arbeitszahlen hast du da auch deine 10 Cent pro Kilowattstunde Wärme. Das heißt also, alle bekannten Energieträger liegen irgendwo im Bereich zwischen 8 und 12 Cent. Ja? Und da die so nah zusammenliegen, kannst du halt kaum Ersparnisse erwirtschaften, dadurch, dass du die kombinierst. Ja? Das ist einfach, ja, da beißt keiner mehr aus den Faden ab. Ja? Da müssten schon der eine Energieträger extrem teuer sein, wenn jetzt Gas, sagen wir mal, das Doppelte kosten würde, 25 Cent, ja, zum Beispiel. Dann würde aus der Rechnung wieder ein Schuh werden. Dann hättest du die doppelten Kosten, 6.000 Euro pro Jahr, und würdest die dann wieder ein ganzes Stück reduzieren, dann würde da wieder ein Schuh draus werden. Aber ansonsten, unter diesen Bedingungen, merkst du schon, da muss man schon das ganze Konzept Hybridheizung, muss man immer schon sehr vorsichtig angehen. Natürlich, auf jeden Fall, ich spare natürlich, da beißt keine Maus den Faden ab, 12.500 Kilowattstunden an Gas jedes Jahr, sobald ich die Wärmepumpe in Betrieb nehme. Aber auf der Geldseite, finanziell gesehen, kriege ich die Investition in die Wärmepumpe so gut wie nie wieder raus. Ja, man merkt also schon, man muss bei den hybriden Systemen durchaus aufpassen. Man kann nicht wahllos alles miteinander kombinieren. Und auch hier ist jetzt das Hinzufügen einer Wärmepumpe nicht gleichzeitig ein Garant dafür, dass alles gut wird. Das muss man schon genau ausrechnen, weil eben jede Technologie, was ich schon meinte, kostet nun mal auch zusätzlich Geld. Und es ist nicht automatisch damit gegeben, dass man damit auch wieder Geld spart auf der anderen Seite. Eine Kombination gibt es eigentlich, die hier richtig Sinn macht. Wenn ich schon über die Wärmepumpe spreche, dann muss man auch immer über Photovoltaik sprechen. Und das ist jetzt hier der Punkt. Das ist mal eine richtig geile Kombo, wenn ich nämlich so ein hybrides Heizungssystem habe. Eben zum Beispiel mit unserer Gas- oder auch Öl, was auch immer Heizung, die über den Winter laufen kann. Und ich baue mir eine Wärmepumpe dazu, die wirklich eigentlich nur für den Sommer gedacht ist. Dann bedeutet das ja, die Wärmepumpe läuft eigentlich auch fast immer nur dann, wenn die Sonne scheint. Das heißt, da macht eine Photovoltaik mal so richtig Sinn, Freunde. Das ist mal eine richtig geile Kombination. Das kann man sich auch dann anzeigen lassen hier bei Andreas Schmitz in dem Tool. Da seht ihr das hier mit der gelben Kurve, die damit eingezeichnet ist. Und das ist schon eine enorme Entlastung, die man damit erzielen kann. Ich habe das jetzt mal gerechnet mit einer 10 Kilowatt Peak-Anlage. Das sollte man sowieso Minimum haben, wenn man auch da irgendwie Wärmepumpe mit betreiben möchte. Das könnt ihr euch bei ihm, ich werde das Tool mal verlinken, könnt ihr euch dann selber auch noch ausrechnen da. Und nur in diesem Rechenbeispiel, wenn man sich das mal anschaut, dann würden wir mit der Photovoltaikanlage von den benötigten rund 3.300 Kilowattstunden, die wir brauchen für die Wärmepumpe, können wir uns 2.200 Kilowattstunden selber erzeugen.
Das ist natürlich ein Brett. Das ist schon wirklich heftig. Wenn wir uns dann nämlich nochmal diese ganze Berechnung anschauen für so ein Jahr, dann haben wir unsere 1500 Euro fürs Gas. Die bleiben ja nun, wo sie sind. Aber eben, wir brauchen nicht mehr 1500 für den Strom, 40 Cent für unsere Anlage, sondern nur noch knapp 900 bis 1000 Kilowattstunden müssen wir aus dem Netz kaufen für diesen teuren Tarif. Und den Rest kriegen wir aus der Photovoltaik. Dafür geht uns natürlich Einspeisevergütung flöten, also das ist jetzt nur eine ganz einfache Rechnung. Aber nichtsdestotrotz liegen wir dann irgendwo bei Kosten von so 500, 600 Euro für unsere Wärmepumpe. Und naja, dann bist du bei rund 2000 Euro anstatt 3. Das heißt, du sparst wirklich 1000 Euro jedes Jahr und dann wird da schon tatsächlich ein Schuh draus. Was man natürlich nicht vergessen darf, auch an dieser Stelle der Hinweis, die Photovoltaikanlage, die muss man natürlich entweder vorher schon besitzen oder man muss sie noch dazu kaufen, was auch wieder eine 5 stellige Investition darstellt. Und diese hohe Einsparung, die ja nun fast viermal so hoch ist, als wenn ich keine PV hätte, die ist natürlich jetzt wirklich dieser Kombination und hauptsächlich der Eigenerzeugung dann zugute zu legen. Das hat also jetzt nichts mit der hybriden Heizung an sich zu tun. Das ist eher eine schwache Kombo, aber mit Photovoltaik wird da eben tatsächlich ein richtig guter Schuh draus. Ja, der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich noch über das Thema Förderung sprechen. Was gibt es im Bereich, wenn man jetzt hybride Heizungssysteme aufbaut, an Fördermöglichkeiten? Die sind nämlich tatsächlich ein Stück weit reduziert und auch gerade im letzten Jahr leider eher zum Negativen geändert worden. Also erstmal vorweg, eine Solarthermieanlage als Beispiel wird immer gefördert, 25%. Kommt gar nicht drauf an, ob du eine Gas-, Öl-, Pellet-, was auch immer Heizung hast. Auf eine Solarthermieanlage kriegst du immer 25% und das gilt auch immer auf das Material und auf die Handwerksleistung und so weiter. Es gilt immer, wenn du irgendwas selber baust, kriegst du die Arbeitsleistung nicht bezahlt, aber du kriegst immer das Material bezahlt an der Stelle. Also das ist dann nur, wenn du viel Eigenleistung bringst, da muss letzten Endes nachher auch ein Fachbetrieb, irgendwer muss es ja abnehmen und der muss natürlich auch unterschreiben, dass die Teileliste auch okay ist, also nicht, dass da irgendwie noch ein Laptop bei ist oder so, weißt du, oder noch ein iPod oder so, wie auch immer. Allerdings auf der Wärmeerzeugerseite, da hat sich einiges geändert, was ich meine, zum Schlechten. Du kriegst so eine Wärmepumpe, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel bleiben, du hast eine Gasheizung drin und erweiterst die zu einem hybriden System mit der Wärmepumpe. Dann bekommst du für die Wärmepumpe nur noch 25%. Und zwar nur, wenn du auch nachweisen kannst, dass hinterher mindestens 65% der Heizleistung von dieser Wärmepumpe übernommen werden. Ja. Was ist da für ein Formular? Ich behaupte mal, das kann man immer irgendwie nachweisen. So von daher wird es diese Förderung immer geben. Aber 25%, das ist der Knackpunkt. Das war früher anders. Das ist nämlich jetzt geändert worden im letzten Jahr. Wenn ihr die Gasheizung oder Ölheizung ausbauen würdet und komplett ersetzen würdet gegen eine Wärmepumpe, dann würdet ihr da je nachdem zwischen 40-45% Förderung für kriegen. Ja? Und das ist schon, finde ich, ein sehr starkes Ungleichgewicht dahingegen, was man leider dann in Kauf nehmen muss, wenn man sich so ein hybrides System aufbauen möchte und das eben entsprechend fördern lassen will. Ja, und damit kommen wir auf eine Zusammenfassung und ein Fazit von meiner Seite. Heute werden wir noch zusätzlich so ein bisschen die Vor- und die Nachteile von unserer Hybridheizung ebenfalls jetzt mit in die Zusammenfassung hineinquetschen, damit das Video nicht allzu lang wird. Jedenfalls haben wir gerade gemerkt, die Hybridheizung ist nicht immer so automatisch das Allheilmittel. Es ist gar nicht so einfach, damit wirklich die Heizkosten im Jahr zu reduzieren. Zwar kann man natürlich den Verbrauch von fossilen Energieträgern, den kann man schon signifikant, wir haben es ja eben gesehen, bis zu 50% sind da im Prinzip ohne weiteres möglich. Aber das spiegelt sich dadurch, dass praktisch alle Energieträger mehr oder weniger das gleiche kosten, spielt sich das auf der Kostenschiene eigentlich nicht so wahnsinnig imposant dann ab, ja. Außer natürlich gewisse Kombinationen, das ist klar, wenn ich jetzt den Energieträger ein bisschen günstiger bekomme, zum Beispiel eben durch die Kombination der Wärmepumpe mit der Photovoltaikanlage, dann erreiche ich natürlich auch wirklich Einsparungen oder alternativ, wenn ich das Ganze mit einer Holzheizung kombiniere und das Holz eben aus dem eigenen Wald oder eben günstig bei einem Förster bekommen kann, dann erreiche ich ja praktisch selber diese große Diskrepanz in den Energiekosten und dann habe ich natürlich auch eine Einsparung an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt hier nicht so, dass man einfach eine Wärmepumpe mit in das System einbaut und schon wird alles gut. Und da sehe ich auch eigentlich mehr so, die Hybridheizung ist meiner Meinung nach jetzt auch nichts so, was man sich jetzt baut und sagt, das ist so, das will ich jetzt genau so haben. Sondern außer jetzt bei so Zusatzgeschichten wie eine Solarthermie vielleicht oder so. Aber eigentlich ist es in meinen Augen mehr eine Übergangstechnologie. Was meine ich damit? Viele wohnen jetzt in einem Altbau. Viele haben eine fossile Heizung und eigentlich die meisten Menschen wissen auch, das ist nicht so cool und sollte auch in Zukunft sich irgendwie mal ändern. Das heißt, die Gasheizung muss irgendwie raus oder die Ölheizung und so weiter und ich muss von den fossilen Energieträgern irgendwie loskommen.
Das Problem ist aber, wir wissen auch, in einem Altbau ist das Ganze wirklich nicht so einfach. Ich habe ja auch schon diverse Videos darüber gemacht, wie man das Ganze so ein bisschen schauen kann in einem Altbau, wie realistisch ist es, den Altbau mit einer Wärmepumpe zu betreiben. Aber wir wissen ja in Deutschland, der Strom ist nun mal sehr, sehr teuer. Und wenn die Wärmepumpe nicht optimal läuft, also von ihrer Effizienz, dann frisst die einem gelinde gesagt die Haare vom Kopf. Na, könnt ihr sehen, wie das aussieht. Und das ist das Problem, wovor dem viele Angst haben. Plus eben noch die Angst, dass es vielleicht gar nicht reicht, dass die Wärmepumpe im Winter das Haus gar nicht warm bekommt. Ne? So bei niedrigen Außentemperaturen und so weiter. Und das ist das Problem. Unsere Regierung fördert ja auch hauptsächlich nur den Sprung ins kalte Wasser. Und eben nicht den Versuch, das erstmal auszuprobieren und mal zu schauen, wie das Ganze aussieht. Ja, also was ich meine, das ist, du stehst am Beckenrand und sagst, ja, ich würde das gerne machen, ich würde da gerne reinspringen, aber ich will wenigstens einmal den Fuß vorher reinhalten, gucken, wie warm das Wasser ist und einmal checken, wie tief das Wasser ist. Und unsere Regierung sagt, nee, da ist der 3 Meter oder 5 Meter Turm, sieh zu, dass du da reinspringst, ansonsten gibt's nichts. Und das ist das Riesenproblem. Und die Hybridanlage, die gibt einem die Möglichkeit, das wenigstens einmal auszuprobieren. Das heißt, ich nehme jetzt mein Paradebeispiel, was ich eben habe. Ich habe unsere Gasheizung im Haus. Ich erweitere das Ganze jetzt um eine Wärmepumpe. So, und dann kann ich erstmal feststellen, die Wärmepumpe beheizt das Haus wunderbar. Es gibt gar keine, ich brauche gar keine Angst haben vor der Technik. Das funktioniert ja tatsächlich. Und nach 2 Jahren stelle ich fest, Mensch, ne, so irgendwie im Winter die Gasheizung, weiß ich gar nicht, ist die angesprungen? Keine Ahnung, du guckst auf den Gaszähler, da ist so gut wie nichts gewesen. Und vielleicht hast du dann in 1-2 Jahren noch so eine kleine energetische Maßnahme, es werden 1-2 Fenster getauscht oder du erneuerst irgendwas an der Dachdämmung oder was auch immer und stellst dann nach 3 Jahren fest, irgendwie die Gasheizung, die steht da nur noch und der Schornsteinfeger, der kassiert immer nur noch ein bisschen Geld für die Wartung und das war's. Ja? Das heißt, ich brauche die Gasheizung gar nicht mehr. Das wird eigentlich alles von meiner Wärmepumpe beheizt hier. Ist doch wunderbar. Ne? Und die Kosten auf der Stromseite halten sich auch vollkommen in Grenzen. Wo ist also das Problem? Ich kann die Gasheizung rausschmeißen. Und das erreicht man nun mal nur, wenn man die Möglichkeit hat, das vorher mal auszuprobieren. Ja? Das heißt, du musst die Wärmepumpe jetzt praktisch zu einem höheren Kurs kaufen, weil eben die Förderung nicht so groß ist, um auszuprobieren, ob das Ganze bei dir im Haus funktioniert. Vielleicht kannst du es noch so ein bisschen anpassen, dass es funktioniert. Und dann weißt du, ich kann die Gasheizung rauswerfen und kann mein gesamtes Haus ohne Probleme und mit ruhigem Gewissen mit der Wärmepumpe betreiben. Das ist gar kein Thema. Und da sehe ich mehr so die hybride Lösung, ja? Dass man das als Übergangslösung nimmt, dass jeder mal den Fuß ins Wasser halten kann, sehen kann, wie das funktioniert, das System entsprechend aufbauen und dann schmeiße ich irgendwann meinen fossilen Energieträger raus, weil ich ihn einfach nicht mehr benötige. Was man natürlich auch haben kann, wer jetzt mehr auf der vorsichtigen Seite unterwegs ist, dass man absichtlich ein System vorhält, wo ich dann mit Holz heize, mit Strom heize und vielleicht mit Gas oder Öl heize, um gewappnet zu sein für den Ernstfall. Das heißt also, wenn irgendein Energieträger mal ausfällt, ja, beispielsweise momentan ist ja das Gas immer so ein bisschen wackelig, nenne ich es mal, wenn also auf einmal das Gas ausfällt, dann kann ich einfach sagen, ist kein Problem, ich heize weiter mit meiner Wärmepumpe. So, wenn jetzt der Strom ausfällt, also jetzt der Strom im Sinne von Ausfall, meine ich jetzt, der wird zu teuer, der ist viel zu teuer geworden, dann kann ich immer noch mit Öl heizen, also ne, oder mit Holz. Also man hat natürlich auch immer, wenn ich mehrere Energieträger anzapfen kann, auch immer so ein Stück weit die Wahl, welchen Energieträger ich jetzt nehme, wenn vielleicht irgendein Energieträger nicht mehr verfügbar sein sollte. Ne, das ist ja auch noch so eine Sache, wo manche dann Angst vorhaben. Allerdings ist das dann eher ein Luxusproblem, weil, was ich meine, jede Technologie, die du hinzufügst, die kostet natürlich zukünftig auch Geld und du musst das Ganze natürlich auch vorhalten, das ist so, ich sag mal, wir Deutschen mit unseren Autos, ne? Du kannst natürlich ohne weiteres dir ein Benzinerauto kaufen, ein Dieselauto, ein Elektroauto, die stellst du alle 3 auf den Hof. Und je nach Strompreis, Diesel- und Benzinpreis nimmst du mal das eine, mal das andere Auto. Dann fährst du zwar immer zum möglichst günstigen Preis in dem Augenblick, aber du hast dir auch 3 teure Autos gekauft, die auch alle ihr gewartet werden wollen und so. Also das darf man eben nicht unterschätzen, man darf es nicht übertreiben. Aber als Übergangstechnologie, finde ich, ist das eigentlich eine perfekte Sache in einem Altbau, um so ein bisschen diesen Übergang aus der alten fossilen Welt in die etwas neuere regenerative Welt zu bewerkstelligen. Und die meisten werden es kennen, wer damit mal angefangen hat. Mit Wärmepumpe, mit dann Photovoltaik, seine eigene Energie erzeugen, damit ein Haus heizen, vielleicht eine Brauchwasserwärmepumpe als Ergänzung etc. Die haben meistens dann irgendwann Blut geleckt und freuen sich darüber, dass sie extrem wenig laufende Kosten haben und das macht dann irgendwann auch Spaß und dann fragst du dich irgendwann selber, was, wir haben noch eine Gasheizung, weiß ich auch nicht mehr, die hat schon ewig nicht mehr gelaufen. Ne? Das wäre der richtige Weg, aber naja, da arbeiten wir noch dran. Ne? Deswegen
Dieses Video hoffentlich hat euch gefallen, war so ein bisschen aufschlussreich, wie so hybride Systeme funktionieren, dass man das Ganze schon immer so ein bisschen durchrechnen sollte, dass es aber am Ende auch durchaus funktioniert, wenn man das denn richtig angeht. Ja, wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei allen, die letztes Video ein bisschen kommentiert haben, diskutiert haben oder auch geliked haben. Ihr wisst, das ist immer eine große Unterstützung, die ihr meinem Kanal damit zukommen lassen könnt, wenn ihr so ein bisschen interagiert mit dem Video. Das ist eben gut für die YouTube-Statistiker, die es wieder immer so ist. Also deswegen, das war's von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.